the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. This Pokemon. Also mir persönlich, wow, hammermäßig. Ich bin echt geflasht. Ich hatte Angst, weil als Pokémon, das ist ja schon ein Vermächtnis, ne? Also das muss man wirklich dazu sagen. Und ich selber als Kind der Neuzeit, was noch in der 5., 6. Klasse gesessen hat und hat die Spiele gesuchtet, während die Eltern, während der Lehrer Unterricht gehalten hat, also mit dem Gameboy quasi unterm Tisch. Und dann muss ich schon sagen, sowas Unterhaltendes, nicht schlecht. Ich fand es wirklich mega. Die Leute, guck mal hier, wie die alle gucken. Schnell weg, da ist eine Kamera an. Ja. So, also, wir machen jetzt noch mal ein paar kleine Statements mit dem einen oder anderen, der eventuell noch Lust hat, über das Geschehene in dem Film zu quatschen. Ja, und dann schauen wir mal. Wie fandest du den Film? Ich fand den super. Ich freue mich schon, wenn. Ich hoffe auf jeden Fall, dass noch ein Teil rauskommt. Und ich kann nur empfehlen, jeder guckt euch an, wer Pokémon-Fan ist. Ich bin jetzt 28 und bin seit dem allerersten Gameboy dabei. Seit dem allerersten Gameboy? Den ganz dicken. Den ganz dicken. Ich habe es auf Gameboy Color gespielt damals. Der kam danach. Ja genau, der kam danach. Ich habe das war der Knaller. Und der Film wirklich, Leute, das macht einen tierischen Spaß. Also ich kann nur ein Lachkrampf nach dem anderen. Wir dürfen ja nicht spoilern über die Inhalte, aber lohnt sich. Ich fand ihn toll. Man kann ihn wirklich nur empfehlen. Also, wenn es einen zweiten Teil gibt, ich würde ihn schon direkt gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob man da dann auch wieder die Karten bekommt, aber trotzdem, es war auch ohne die Karten einfach nur krass. Also ich bin mir sehr sicher, dass Sinistar auch beim zweiten Teil dann wieder Karten raushaut, weil die machen das eigentlich mit allen Pokémon-Filmen schon immer die ganze Zeit. Aber einfach wieder hierher kommen, dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Ja, okay. Der ist ja schon in der Mache und nachdem was der Film jetzt so gut wieder angekommen ist, nehmen wir mal stark an, dass es einen zweiten Teil geben wird, vor allem mit Ryan Reynolds. Klasse Ding. Ich muss ehrlich zugeben, bei Realverfilmungen bin ich immer ein bisschen skeptisch. Das hat einfach die Erfahrungen gezeigt in den letzten Jahren, dass vieles die Erwartungen nicht erfüllt. Bei dem Film muss ich sagen, meine Erwartungen wurden einfach maßlos erfüllt. Krass, oder? Ich bin echt glücklich. Vor allen Dingen, ich finde es total heftig, auf was für eine hohe Qualität die 3D-Animationen gegangen sind. Man merkte gar keinen Unterschied mehr zwischen den normalen Menschen und zwischen dem, was animiert ist. Also es ist wirklich perfekt ineinander übergegangen. Es war einfach ein geniales Erlebnis und ich kann den Film einfach nur empfehlen. Ja, absolut. Vielen Dank für das Statement. Ja, cool. Ich hoffe, du schaust auch mal bei Lawsman e.V. rein online und dann das Video findest du bei uns auf dem YouTube. Lieben gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, klasse. Wie fandest du den Film? Ja, ich finde ihn ganz witzig, war cool. Ja. Und Carpador ist nicht unnütz. Stimmt, Carpador ist nicht unnütz. Aber ich muss sagen, immer wenn ich irgendwie mit dem Carpador in den Spielen, in den Gameboy-Spielen damals in Verbindung gekommen bin, ich habe es gehasst, das Scheißding auf Level 12, 13 zu kriegen, bevor sich dann diese Entwicklung gegeben hat. Ja, bei Pokémon Go, ne, mit den ganzen Bonbons, die man sammeln muss, bis es mit Zygarados wird. Aber es war so cool. Ja. Bei der blauen und bei der roten Edition konnte man ja einfach diesen Mob auswählen, wo man hoch und runter schwimmt, da auf der Insel. Und dann hat man die einfach so lange mit Sonderbonbons voll gepumpt, bis das ging. Ich weiß genau, ihr habt das auch gemacht. Also nicht mit dem Kopfschütteln gerade, von wegen Hacker oder Cheater oder sowas. Ne? Cool. Wenn ein zweiter kommt, guckst du dir wieder an? Fall. Kommst du wieder ins Sinister? Wird wohl so sein, ja. Ja, das klingt doch geil. Ja. Dann vielen Dank. Danke auch. Super und viel Spaß noch und ja. Ciao. Hi, ich bin der Jens. Freut mich tierisch. Hi. Super. Cool. Und wie fandet ihr den Film? Obligatorisch nicht spoilern, bitte. Natürlich nicht. Der war super süß. Die Monster waren sehr liebevoll zusammengebaut und. Ja, wir warten auf die Fortsetzung. Und Ditto ist ein Arschloch, haben wir festgestellt. Ach, das ist zwar auch schon fast ein Spoiler, aber ich fand Ditto auch im Spiel schon ein Arschloch. Deshalb, habt ihr den Anfang komplett mitgekriegt? Ja. Ihr seid teilweise zu spät reingeflitzt. Ja, ich habe den Anfang komplett mitbekommen. Okay. Nur das Auto, aber
Cool. Und das Event ist auch cool gewesen? Die Leute sind cool und alles? Cool. Ja, das war auf jeden Fall cool. Leute, ganz wichtiges Abschlussstatement zu der ganzen Angelegenheit. Die Sarah habt ihr heute nicht gesehen, weil die hält die Kamera. Nö, Sarah? Ja. Ja, wunderbar. Daran und, sieht wieder wunderschön aus. Wunderschön. Ja. Und das im Sponsorenshirt. Ne? Also ich sehe in dem Ding aus wie so eine intergalaktische Blähbirne. Und Sarah... sieht aus wie Baywatch Girl. Ja, wir können, gerne noch mal ein Bild einblenden gleich. Nein, also Leute, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mal bei uns auf dem YouTube-Kanal reingeguckt habt. Lasst gerne mal ein Abo da, drückt auf den Like-Button oder auf den Dislike-Button, wenn ihr Penner seid, so wie ihr wollt, ganz kein Problem. Ja. Und wie gesagt, Lawsman e.V. im Einsatz für unheilbar kranke Kinder, unter anderem mit diesen coolen Cosplayern. Wie weit bist du angefahren? Kassel, glaube ich, ne? Ja, naja, eigentlich komme ich aus Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, das haben wir jetzt mal, das versuchen wir jetzt so ein bisschen auszublenden, ja. Sie kommt aus Kassel, ja. Und, nein, kleiner Spaß. Also Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Dann Aladdin. Ja. Freuen wir uns auch schon tierisch drauf. Mit der Cine Lady, mit dem Zusatz. Und schauen wir mal, ob die Sophie dann wieder in irgendeinem Dress da ist. Müssen wir mal gucken. Also an dieser Stelle, macht's gut, Leute. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Video. Tschüss.